Wir begrüßen Sie alle herzlich zu unserer heutigen Einführung in die funktionale Grammatik. In unserem Seminar Grammatiken des Deutschen haben wir uns innerhalb der Gruppenarbeit entschieden, die funktionale Grammatik auf der Anwendungsebene zu beschreiben, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen. Diese Anwendung wollen wir euch heute vorstellen. Unsere Präsentation gliedert sich wie folgt. Als erstes sprechen wir allgemein über die funktionale Grammatik. Danach geben wir euch eine kurze Einführung zu der grammatischen Konstruktion des Apocolnu. Zum Schluss haben wir zwei Lieder herausgesucht, welche wir auf das sogenannte Apocolnu analysiert haben. Zudem ist noch hinzuzufügen, dass wir ebenfalls zu Beginn den Fokus auf das sogenannte Stellungsfeldermodell gelegt haben. Jedoch ist dies ausführlich zu zergliedern nicht in unserer Zeit mit vorgesehen. Deswegen haben wir von diesem Thema abgesehen und wollen unseren Fokus jetzt nur auf die Apocolnu-Konstruktion legen. Die funktionale Grammatik wurde von dem Linguisten Simon Dick in den 1970er Jahren entwickelt. Es wird als explizites Gegenmodell zur generativen Grammatik gesehen. Diese beiden Grammatiken versuchen, das Zustandekommen von syntaktischen Strukturen zu ermitteln. Die funktionale Grammatik konzentriert sich dabei auf die pragmatischen Merkmale. Die generative Grammatik hingegen stellt die syntaktischen Strukturen in den Mittelpunkt. Dick unterscheidet zwischen zwei Typen von Regelsystemen. Einerseits die Regeln zur Bildung sprachlicher Ausdrücke, wie zum Beispiel semantische, syntaktische, morphologische und phonologische Regeln. Und andererseits pragmatische Regeln, die Interaktionsmuster, in denen die sprachlichen Ausdrücke verwendet werden, vorgeben. Nach seiner Auffassung ist die Semantik, die Morphosyntax und die Phonologie der Pragmatik untergeordnet. Das heißt, dass eine grammatische Analyse sprachlicher Ausdrücke nur mit Rücksicht auf das pragmatische System einer Sprache erfolgen kann. Die funktionalen Beziehungen spielen auf verschiedenen Beschreibungsebenen eine grundlegende Rolle. Für die Sprachbeschreibung werden funktionale Begriffe drei verschiedenen Ebenen zugeordnet. Dabei handelt es sich um die semantischen Funktionen, wie zum Beispiel Agens, Patiens und Rezipient. Dazu kommen die syntaktischen Funktionen wie Subjekt und Objekt und schließlich die pragmatischen Funktionen wie Topik und Fokus. Kurz gesagt, die funktionssprachliche Einheiten werden in den Vordergrund geschoben, um sprachliche Strukturen zu erklären. Um dies an einem Beispiel darzustellen, kommen wir nun zur grammatischen Konstruktion des Apocolnus. Genau. Und jetzt sind wir zu der Apocolnu-Konstruktion gekommen. Kurz gesagt ist Apocolnu ein rhetorisches Stilmittel, der zur Präzisierung oder Hervorhebung eines Ausdrucks verwendet wird. Ein Apocolnu besteht immer aus drei Teilen, A, B und C, wobei sich der Teil B gleichzeitig auf den vorhergehenden und den folgenden Teil bezieht. Der Teil B wird auch Konon genannt und er kann aus einem oder mehreren sprachlichen Einheiten bestehen. Wenn sich A und B und C aufeinander beziehen, bedeutet das gleichzeitig, dass Teile A und C sich aufeinander nicht beziehen sollen.
Das Apocryno ist ein Stilmittel, das beispielsweise in dem Lied durch den Monsun von Tokyo Hotel zu finden ist. Jetzt kommt ein Ausschnitt des Liedes von Tokyo Hotel. An dieser Stelle wird in der Videopräsentation im Seminar durch den Monsun von Tokyo Hotel eingespielt. Bitte schauen Sie in der Beschreibung zu diesem Video nach dem entsprechenden Link auf die Ressource und setzen Sie dann das Video hier gerne an dieser Stelle fort. Das erste Beispiel für eine Apokoino-Konstruktion ist: Irgendwann laufen wir zusammen, zusammen durch den Monsun. Das ist eine Apokoino-Konstruktion, weil sich der Teil B auf den Teil A und auf den Teil C bezieht. Man kann den Teil B ersetzen und zwar: Irgendwann werden wir zusammen laufen, also gemeinsam durch den Monsun. Das nächste dargestellte Beispiel lässt sich wie folgt aufteilen. Ich kämpfe mich durch die Mächte hinter dieser Tür werde sie besiegen. Man kann aus den gegebenen Beispielen sowohl einen vollständigen A-B-Satz formen, als auch einen B-C-Satz. Der B-Teil lässt sich ersetzen, und zwar: Ich kämpfe mich durch die Mächte hinter dieser Tür, also dort werde sie besiegen. Und nächstes Beispiel. Und wenn ich nicht mehr kann, denke ich daran, irgendwann laufen wir zusammen. Teil B bezieht sich auf Teil A. Und wenn ich nicht mehr kann, denke ich daran. Also immer wenn ich schon am Ende bin, denke ich daran. Und der Teil C bezieht sich auf den Teil B. Denke ich daran, irgendwann laufen wir zusammen. Ich denke daran, dass wir irgendwann zusammen laufen werden. Ein halber Mond versinkt vor mir. Vor mir war der eben noch bei dir. Und da bezieht sich auch Teil B auf Teil A. Ein Mond verschwindet vor mir und Teil B auf den Teil C. Er war vor mir, doch eben noch bei dir. Wir möchten auch die Beispiele zeigen, die keine Apokoino-Konstruktion darstellen. In diesen Beispielen bezieht sich Teil 2 auf Teil 1 und Teil 2 auf Teil 3, was uns verwirren kann. Wir können übersehen, dass Teil 1 für Teil 3 gilt, der die Anforderungen von Apokoino nicht erfüllt. Ich muss durch den Monsun hinter die Welt ans Ende der Zeit. Ich muss durch den Monsun hinter die Welt. Da bezieht sich Teil 2 auf Teil 1. Ich muss durch den Monsun durchqueren hinter die Welt. Und dann bezieht sich Teil 2 auf den Teil 3 hinter die Welt am Ende der Zeit und Teil 3 auf Teil 1. Ich muss durch den Monsun ans Ende der Zeit. Ich muss durch den Monsun gehen bis zum Ende der Zeit. Das nächste Beispiel ist: Irgendwann laufen wir zusammen, weil uns nichts mehr halten kann durch den Monsun. Und das Beispiel zeigt keine Apokoino-Konstruktion, weil sich der erste Teil auf den dritten Teil bezieht. Und jetzt sind wir zu unserem zweiten Beispiel gekommen, nämlich zu dem Lied von Rammstein Nebel. Und erst hören wir uns ein Fragment des Liedes an. An dieser Stelle wird in der Videopräsentation Nebel von Rammstein eingespielt. Es gilt dasselbe wie vorher bei Durch den Monsun von Tokyo Hotel. Bitte schauen Sie in der Beschreibung zu diesem Video nach der entsprechenden Ressource.
Also das erste Beispiel, doch ihre Worte frisst der Wind, wo das Meer zu Ende ist. Wir haben Teil A, B, C. Instruktion. Beispiel Nummer 2. Doch ihre Worte frisst der Wind, wo das Meer zu Ende ist. Wo das Meer zu Ende ist, hält sie zitternd seine Hand. Auch in diesem Fall beziehen sich die Teile A, B, B, C aufeinander, A, C nicht, also eine zweite Apokonikonstruktion. Auch beim Beispiel Nummer 3 werden die Bedingungen einer Apokonikonstruktion erfüllt. Der letzte Kurs ist so lang her der letzte Kurs, AB, BC und nicht AC. Beispiel Nummer 4. Ein Fleischgemisch ist so reich an Tagen, wo das Meer das Land berührt. Wo das Meer das Land berührt, will sie ihnen die Wahrheit sagen. AB, BC, nicht AC, Apokonikonstruktion offensichtlich zu sehen ist hier. Funktionale Grammatik analysiert das Sprachsystem vor dem Hintergrund des Sprachgebrauchs, beschäftigt sich mit der Satzanalyse und wird hauptsächlich im Grammatikunterricht verwendet. Eine wichtige Rolle in dieser Grammatik spielen semantische, syntaktische und pragmatische Funktionen. Die Analyse der Lieder hinsichtlich des Apokoinos zeigt, dass das Apokoino den Text verkürzen kann. Man muss nämlich den Teil, der sich auf das Vorhergehende und auf das Nachfolgende bezieht, nicht wiederholen. Außerdem bestätigen die Beispiele, dass der gemeinsame Teil ein einzelnes Wort oder ein Satzglied ist. Das ist alles. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.